Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 432. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die wunderbare Patricia. Hallo. Und die einzigartig ungeschlagene Frau Alex. Ole, ole. Und das war's. Wir sind heute hier in trauter Kompetenzrunde. Und ich wollte gerade sagen, und nicht vergessen, unseren Quotenmann heute, René. Ja, ich bin quasi Beiwerk. Also eigentlich bin ich gar nicht da. Ja, die Herren der Schöpfung haben sich rausgerettet mit irgendwie Arbeiten und so belanglosen Dingen. Ihr kennt das alle da draußen. Also nichts Wichtiges. Sie haben einfach keinen Bock. Wie auch immer. Ja, wir reden heute über Fußball. Bevor wir über Fußball reden, reden wir natürlich auch über eure Unterstützung da draußen. Ihr habt euch nicht lumpen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer, und habt uns wieder fleißig unterstützt. Und ich habe wieder drei Namen von Unterstützern tatsächlich rausgegriffen, nämlich dem Holger, der Stefan und der Christoph. Die kamen mit so kleinen Sonderspenden die letzten Tage um die Ecke. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns sehr, hier dieses Projekt und dieses Programm am Leben zu halten. Wenn ihr da draußen uns noch nicht unterstützt und wissen wollt, wie ihr das tun könnt über Kommentare, Amazon-Links, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt, dann geht hier mal auf eintracht-podcast.de und dort gibt es eine Support-Seite. Und dann findet ihr da Mittel und Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und natürlich Twitter, Instagram folgen, ihr kennt das alle. Ne? Ja. Und jetzt gucken wir uns mal dieses Spiel vom Wochenende an. Normalerweise haben wir ja hier den grandiosen Obda-Marvin, der hier uns Statistiken vorliest, beziehungsweise bei Fußball 2000 macht er das ja ganz oft. Wir haben uns jetzt mal Konkurrenz reingeholt, die das vorliest, nämlich die uns das geliefert haben. Die Kollegen von Create Football waren so freundlich, uns mal eine Zusammenstellung zu schicken. Die Eintracht hat aus 2,27 Expected Goals exakt 5 Tore gemacht. Dafür haben sie 9-mal aufs Tor geschossen und hatten 4 Großchancen. Das ist weit mehr, als sie sonst haben. Also sie hatten eine Chancenauswertung von 56%, sonst haben sie gerade mal im Saisonschnitt 26%. Das Endergebnis war das von uns allen bekannte oder für uns alle bekannte 5:2. Spiegelt das denn tatsächlich so den Spielverlauf wider, Patricia? Nee, tatsächlich nicht. Also vor allem nicht die Torschüsse. Also da war irgendwie eine große Diskrepanz zwischen Union und der Eintracht. Ich glaube, es war irgendwie 26 zu 9. Ja, genau. Also das zeigt ja schon, das war nicht so einseitig, wie das Ergebnis es vielleicht erscheinen lässt. Ganz und gar nicht. Aber man kann natürlich auch festhalten, die Offensive hat funktioniert. Sehr, sehr gut sogar. Wobei es, finde ich, auch nur die erste Halbzeit so wirklich wild war. In der zweiten Halbzeit wurde es ja dann auch irgendwie ein bisschen ruhiger insgesamt. Aber ja, es war ein interessantes Spiel, würde ich mal ausdrücken. Letztendlich auch sehr, sehr schön als Eintracht-Fan mit dem Ergebnis. Aber zwischenzeitlich hatte ich da auch schon so meine Wutmomente, aber dazu kommen wir ja, glaube ich, gleich. Das ist korrekt. Ja, ging furios los. Direkt irgendwie die Chance für Union in der ersten Minute, die So da auf der Linie rettet. Da habe ich schon gedacht, so uiuiui, das ist jetzt irgendwie nicht so der große Hit. Wir hatten ja schon in der letzten Woche, oder ihr hattet in der letzten Woche ja schon gesagt, Union ist jetzt vielleicht auch nicht so der einfachste Gegner. Aber dann im Zuge oder im Gegenzug dann direkt das 1-0 gemacht, was ja auch, sag mal, schon ordentlich rausgespielt war, wie erstens So den Ball nach vorne legt und trägt und dann Kostic da in die Mitte legt auf Silva. Ich glaube, einen besseren Start kann man sich gar nicht so richtig erhoffen, oder Alex? Ich habe es gar nicht gesehen, sondern war gerade noch draußen im Garten, um unter anderem auch meinem Freund Bescheid zu sagen, ey, ist 15:30, geht los und geht zurück ins Wohnzimmer und guck auf die Anzeigetafel und denk mir, what the fuck, 1-0, was habe ich verpasst? Ein Tor. Da war erst schon mal mein Moment gerettet, deswegen habe ich Gott sei Dank auch verpasst, dass eigentlich die erste Torschuss gar nicht auf unserer Seite war. Ja, aber der nächste Aufreger war ja dann im Prinzip direkt das Gegentor. Also da war ich schon auf 100.080 und fuchsteufelswild. Ja, ja. Also. Oder wie manch einer sagt, da warst du auf der heimischen Couch einigermaßen erzürnt. Grüße an Marvin. Ja. Ja, also völlig unverständlich. Vor allen Dingen, was mich halt auch noch dazu so krass genervt hat, war, ich sehe das und denke mir, Leute, faul. Dann siehst du so die 800. Wiederholung schon eingeblendet und dann sagt dieser Kack-Kommentator noch,
ja, ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt faul. Wo ich mir halt denke, sag mal, was ist denn jetzt? So, ja, das kann man vielleicht geben, das muss man nicht geben. Also er war halt eigentlich noch, ja, nee, eigentlich muss man ja da gar nicht so abpfeifen. Dann siehst du wirklich alle Wiederholungen und ich denke mir noch so, in welchem Film bin ich denn? Habe ich hier jetzt voll die Eintrachtbrille an? So, und dann siehst du halt irgendwann, wie Hasebe auch mal seine Hose hochzieht und du denkst, ja, nee, ist klar. Ja, also vielleicht nochmal für diejenigen, die tatsächlich die Szene nicht mehr so ganz im Kopf haben, was ich mir nur schwer vorstellen kann. Union hat quasi die Torschance oder läuft auf das Tor zu. Hasebe läuft mit dem Außenbahnspieler von Union, das ist mir gerade der Name entfallen. Helft mir doch mal kurz gerade. Ryerson, genau. Die laufen quasi parallel und der Ball springt so ein bisschen und Hasebe lässt ihn halt durch, um ihn halt nicht zu berühren, damit der Ball quasi zur Ecke rausgeht. Das ist so ein bisschen seine Hoffnung an der Stelle. Und du siehst halt, wie der Unioner halt einfach nur komplett mit der Sohle auf diesen Oberschenkel springt. Also in der Realgeschwindigkeit und von der Position des Schiedsrichters kann ich es tatsächlich noch verstehen, dass er das nicht pfeift in dem Moment. Aber dass der Video Assistant Referee, wie ja das offizielle Ding ist, da halt das Ding nicht als faul wertet, ist halt für mich absolut nicht nachvollziehbar. Für jeden. Aber hat irgendjemand mal irgendwas dazu gelesen, warum? Also haben Colinas Erben oder irgendwer sich dazu mal geäußert und gesagt, ja, der hat nicht eingegriffen, weil war nicht klar, bla bla bla. Irgendwas, also gibt es irgendeine Erklärung dafür? Ich habe tatsächlich keine gesehen. Ich gucke aber gerade mal. Also gab auch hinterher nicht, keine Ahnung, hier Markus Merk, Experte bei Tralala, gesagt, ja, nee, da muss man mal vorsichtig sein, das war schon richtig so. Habe ich nichts gesehen. Patricia, ist dir da irgendwas aufgefallen? Nee, tatsächlich auch nicht. Also von offizieller Seite, von den beteiligten Schiedsrichtern ja sowieso nicht, aber naja, so gut, also der müsste ja schon wahrscheinlich auch hergehen und sagen, yo, war eine Fehlentscheidung. Aber oft ist es ja auch einfach so, dass ich mir denke, ja gut, glasklare Fehlentscheidung. Und dann kommt aber hier auch hier zum Beispiel Colinas Erben um die Ecke und sagt, ja, wenn man das Regelwerk wirklich kennt, steht da wortwörtlich das und das. Und damit ist es für mich moralisch immer noch nicht richtig, aber wahrscheinlich den Regeln entsprechend. Aber sowas gibt es hier nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich scrolle gerade nochmal den Twitter-Feed von Colinas Erben tatsächlich durch. Was mich noch, also während du scrollst, ne, also was meine Wut einfach noch ins Bodenlose getrieben hat, war eine relativ ähnliche Szene. Habt ihr das Foul von Alfonso Davis gesehen? Nein. Der im ersten Step, also was der gemacht hat, ist, der hatte gestrecktes Bein mit Sohle voraus und ist im Prinzip auf den oder wollte auf den Ball drauf, ja. Hat den Ball verfehlt und ist auf den Knöchel des Gegenspielers. Also einfach quasi mit Sohle voraus draufgetreten. Ja. Schiedsrichter sieht, gibt gelbe Karte, Video Assistant greift ein, sagt, guck's dir nochmal an, ja. Geht zum Bildschirm, guckt sich's an, kommt zurück, steckt die gelbe Karte weg, zieht die rote raus, Davis vom Platz. Okay. So, gestrecktes Bein, Sohle voraus, auf den Knöchel, gibt nach Video Assistant Beurteilung rot. Gestrecktes Bein, Sohle voraus, Oberschenkel wahrscheinlich in Trümmer gelegt, gibt nach mehrfacher Beurteilung und 3 Minuten Wiederholungen anschauen, Tor für Berlin. WTF, also man möge es mir erklären. Ja. Es wirkt halt so willkürlich. Man versteht es nicht und man kriegt es ja nicht erklärt. Ich glaube, ja. Das ist so das Problem, was auch, also was einen noch fuchsiger macht als ohnehin schon diese Szene, ist, dass man einfach nichts an Feedback bekommt, warum das jetzt so entschieden wurde, dass man es irgendwie nachvollziehen kann. Also mir würde das ja zumindest helfen, selbst wenn ich dann nicht sage, okay, ja, sehe ich auch so. Ist ja okay, wenn wir dann einfach eine andere Meinung dazu haben oder ich eine Fanbrille auf habe. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich möchte gern einfach nur wissen, warum das so entschieden wurde, weil es sich für mich wirklich nicht erschließt. Also gar nicht. 0,0. Und das ist das Schlimme. Ich muss ja jetzt mal zugeben, ich finde es ja sehr geil, wie es beim Eishockey ist, ne? Weil Asche auf mein Haupt, ich kenne nicht jede Schiedsrichterhandbewegung und muss auch manchmal sagen, dass ich sie entweder falsch deute oder ja, dann auch oft nur so Best Guess habe, so ja, müsste jetzt abseits gewesen sein, deswegen hat er gepfiffen. Beim Eishockey macht er irgendwas, macht seine Armbewegung, du hast dimmer ein Bildschirm, wo eingeblendet wird, warum hat er gerade gepfiffen. Wenn der Videobeweis gezogen wird, der Schiri sich das nochmal am Bildschirm anguckt, siehst du auf dem Videowürfel, wie seine Entscheidung war. So, und da ist halt immer eine Erklärung dabei, auf was er entschieden hat. Also ich habe gerade eben nochmal geguckt und
Der Leon und der Frank hatten das auch gerade eben nochmal hier im Chat geschrieben. Also Colinas Erben hatten tatsächlich danach auch getwittert und hatten das wohl auch in der jetzt mittlerweile Sky Sport News Dings, wo die da Analysen, die haben ja jetzt ihre eigene Sky-Sendung. Genau, haben sie schon gesagt, dass es eigentlich ein Eingriff sein müsste. Und der Leon hatte auch noch geschrieben, dass Trapp wohl im Nachhinein gesagt hat, dass Schmidt ihm in der Halbzeit gesagt hat, dass es ein klares Foul gewesen wäre. Der VAR ihm aber gesagt hätte, so, ja, vielleicht. Also ganz ehrlich, wenn das ein ja, vielleicht ist, dann weiß nicht. Ja, vor allen Dingen, verstehe also, ich nicht, warum guckt er sich es nicht nochmal selbst genau an? Genau, also das ist warum der Punkt. Sagt er nicht dem Videoschiri, okay, wenn du dir unsicher bist, dann schaue ich es mir nochmal an. Ja. Ja, vor allen Dingen gerade in dem Moment, wo dein Spieler zu dir kommt, der Kapitän der Mannschaft, am Oberschenkel blutet, eindeutig Verletzen von Fußballstollen dir zeigen kann und sagt, ey, und dann dein Videotyp sagt, ja, vielleicht. Also spätestens ja, dann muss ich doch mal Fragezeichen in meinem Kopf bekommen und sagen, ah, gib mir mal die Szene auf den Bildschirm. Also genau, spätestens in der Situation, wenn du da siehst, da sitzen zwei Menschen aus dem Ärzteteam der Mannschaft, die dem Spieler irgendwie einen Schwamm aufs Bein drücken, der da liegt und sich halt rollt vor Schmerz. Also ich meine, Hasebe ist ja schon auch ein harter Hund. Naja, also ich meine, Rollen vor Schmerz, ne? Wäre das jetzt Neymar gewesen, ja, der also wäre bis Frankfurt Innenstadt gerollt. Da ist Hasebe nicht der Typ für, aber ich glaube, Hasebe ist auch kein unbedingter Schiedsrichtersliebling, weil dieser Diskutierbär sogar mir als Zuschauer manchmal auf den Sack geht. Ja, okay, das ist natürlich ein Argument. Trotzdem musst du in dem Moment das dann, finde ich, auch so ein Stück weit außen vor lassen. Spätestens, wenn du, wie gesagt, den Oberschenkel siehst und sagst, komm, genau, ich guck's mir einfach nochmal an. Genau, ja? Also es kann ja auch sein, dass er ihn wirklich nicht getroffen hat und im Fallen er am Boden irgendwie rutscht und sich den Oberschenkel da aufreißt. Aber hier hast du ja wirklich, du hast ja den Stollen im Oberschenkel fast noch stecken gehabt. Und das musst du halt einfach auch dann ein bisschen beurteilen können und sagen können, yo, dann verdammt schaue ich es mir halt an. Wenn ich nicht ganz sicher bin, eher gesagt hätte, nee, der Video sagt, vielleicht mach ich mir doch nochmal selber ein Bild. Ja. Also, aber gut, was willst du machen? Der Fußballgott hat uns dieses Jahr trotzdem lieb und hat es auf seine Art und Weise ausgeglichen. Genau, vielleicht nochmal kurz zwei Sachen zur Hasebe. Erstens, demonstrativ dann quasi, ich glaube, bis Ende der ersten Halbzeit mit hochgezogener kurzer Hose ja, zu spielen, so nach dem Motto, guck, eher Oberschenkel, da, Loch, Blut, guckst du? Ja, also so ein bisschen Ronaldo-Style, nur der macht es ja, um seine Oberschenkelmuskulatur zu zeigen und Hasebe aus dem anderen Grund. Und dann trotzdem auch noch das komplette Spiel durchzuspielen. Also er ist ja nicht ausgewechselt worden und nix, sondern er ist halt einfach mit Verletzung am Oberschenkel dann die 90x Minuten dann da durchgelaufen. Also Props an Kollege Hasebe, ich hätte es nicht gemacht. Aber ja. Naja gut, ne? Also wenn wir davon reden, also ich setze mich nach deren Warmmachprogramm schon freiwillig auf die Bank und bin raus für den Tag. Ich würde schon, wenn ich das Warmmachprogramm irgendwie gesagt bekomme und mich schon umdrehen und sagen, tschö, war's, bin weg. Genau, und wenn mir dann auch noch jemand wehtut, ja, dann ist ja vorbei, Leute, ne? Ja. Bin ich raus. Genau, aber du hast ja gesagt, der Fußballgott hat uns gerne und dann gab es ja Fair Play aus unserer Sicht von Seiten der Unioner mit diesem grandiosen Rückpass von Andrich zu Lute, wo ich mich auch frage zum einen, warum spielt er diesen Rückpass ohne zu gucken und dann frage ich mich zum zweiten. Der guckt. Ja, du siehst, wie er sich rumdreht, dann geht überlegen. Der Kopf hoch, er guckt. Und schießt aber trotzdem ins Tor. Also ja, da war ich auch kurz mir unsicher, hat er wirklich geguckt? Ich hatte nämlich im ersten Moment auch das Gefühl, er hätte. Und dann dachte ich mir so, nee, das kann eigentlich nicht gewesen sein, weil Lute zu dem Zeitpunkt ja auch, aus welchem Grund auch immer, 2 Meter rechts neben dem Tor steht. Warum? Ja, um sich anzubieten, neben dem Tor. Also das macht der Trapp auch. Wer das ganz intensiv macht, ist auch Manuel Neuer. Ist normal, glaube ich, modernes Torwartspiel, dass du dich neben dem Tor anbietest für den Rückpass, ja, was damit ja auch Sinn eben dein Mitspieler nicht aufs Tor schießt. Ja, eben, damit ja, genau klar. Das nicht passiert, aber ja. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Und Andrich hat sich gedacht,
ich habe ja so eine kleine Links-Rechts-Schwäche, da steht zwar rechts neben dem Tor, aber ich passe mal auf die linke Seite, der Ball ist halt nur nicht da angekommen, wo er sollte. Also ich glaube, wir beschweren uns an der Stelle jetzt nicht. Ich habe das Ding gesehen und habe erstmal mit offenem Mund da gesessen und dann musste ich aber sofort, vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, an das Eigentor von Sebastian Rode denken, der auf ähnliche Art und Weise, so war das zumindest in meinem Gedächtnis, Kevin Trapp mal einen reingehauen hat. Erinnert ihr euch? Nee, ich hatte tatsächlich in dem Moment den Einwurfrückpass von Stuttgart in Erinnerung. Also wir hatten DFB-Pokalspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, ich hatte es an dem Tag auch gegoogelt gehabt, muss 5-6 Jahre her gewesen sein, DFB-Pokal und ja. Da hat Sebastian Rode Kevin Trapp so einen reingehauen und ich habe eigentlich gedacht, war genau die gleiche Manie, haben mir das nochmal angeguckt und da war aber der Seppel Rode eher so auf Innenverteidigerposition, hat einfach nach hinten gepasst. Auch in die Mitte rein und Trapp hatte sich auch vor rechts vom Tor angeboten. Also war nicht ganz so kurios, aber schon ähnlich. Okay, ja, spannend. Ich kann es ja nochmal raussuchen für die Shownotes. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich habe die Szene nämlich tatsächlich nicht mehr im Kopf. So, und jetzt kommt der Moment, wo wir uns entscheiden müssen, welches Tor uns besser gefällt. Das 3:1 Zusammenspiel zwischen Silva und Kostic. Sehr oben im Mittelfeld den Ball. Kostic spielt rüber auf Silva. Der lässt zwei Leute aussteigen. Spielt dann wieder zurück auf Kostic, der den Ball reinschießt. Ganz ehrlich, ich hatte in dem Moment weniger Schiss, dass sie den Ball daneben schießen. Ich hatte in dem Moment tatsächlich mehr Schiss, dass gleich irgendwie so ein Linienrichter mit 48 Minuten Verspätung die Hand hebt, weil der VAR gesagt hat, da steht einer am Abseits. Nee, ich hatte in erster Linie Schiss, dass das ein Pass zu viel war. Also, dass diese Aktion von Silva jetzt so, ach ja, ich lasse noch den aussteigen und den aussteigen und dann spiele ich nochmal rüber, dass das zu viel war. Ich hatte irgendwie schon Angst, das wird jetzt vertändelt. Wurde es nicht. Ich habe auch da gesessen und gesagt, mach doch. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, schieß doch jetzt einfach aufs Tor, genau. Also, du bist doch Stürmer. Und dann macht er da noch seine Tricks, was ja letztendlich auch schön war. Und ich habe mich ja sehr, sehr gefreut, dass das dann letztendlich auch so zustande kam. Hatte aber natürlich Angst. Ich glaube, das hatten aber viele, weil man kennt so Szenen ja zu Genüge. Ja, definitiv. Ja, aber nicht nur deshalb, mein ganz klarer Favorit ist auf jeden Fall das 4-1. Genau, also 4-1 nochmal, wir erobern auch hier den Ball oder wir sind in der Vorwärtsbewegung, verlieren kurz irgendwie den Ball, kriegen ihn dann aber wieder zurück. Jovic spielt mit der Hacke auf Kamada. Kamada dreht sich um sich selbst, spielt. Aber auch geile Körpertäuschung, ne? So eine ganz kleine Sekunde nach links und dann ab dann nach rechts. Nach rechts dreht sich um sich selbst, spielt den Ball in den Raum, wo sowohl Silva als auch Jovic, also wenn Silva nicht da gewesen wäre, wäre halt Jovic da gewesen, beide da reinlaufen. Ich finde, Silva ist tatsächlich in so einem etwas ungünstigen Winkel. Also den kannst du halt, auch wenn du Pech hast, irgendwie ist der Torwart entweder da oder du schießt den halt am Tor vorbei. Ja, aber er musste sich noch drehen, ne? Ja, also ja. Jovic wäre gerade auf den Ball zugelaufen, genau. Er musste sich noch drehen. Ja. Ist eigentlich die ungünstigere Position und schiebt das Ding eiskalt zwischen Lute und dem kurzen Pfosten ein. Also war schon spielerisch Zucker. Mega. Also da weißt du halt auch wieder, warum du ein Silva in der Mannschaft hast. Ja, aber auch ein Jovic. Also ich finde, da hat man es halt ganz, ganz stark gesehen. Auch wenn er jetzt nicht das Tor gemacht hat, auch wenn er keine direkte Vorlage gemacht hat, der macht halt viel, viel Vorarbeit ansonsten und arbeitet da richtig, richtig gut mit, sehr mannschaftsdienlich. Und ich finde, das geht zum Teil unter. Also ich habe das Gefühl, es sind so zwei Lager. Es gibt dann Leute, die sagen, ach, findet Jovic noch zu seiner Form und muss da nicht bald was kommen? Und es gibt die Leute, die halt eben sagen, nee, der hat halt eine neue Rolle und das ist in Ordnung, so wie es ist. Und ich finde, es geht mir mal ein bisschen unter, dass er halt trotzdem auch wichtige Dinge auf dem Feld macht, auch wenn die sich jetzt halt nicht in Zählbarem äußern. Ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein Stück weit das Problem, so die Frage nach dem Motto, kommt der bald irgendwie in Form? Ja, welche Form soll er denn haben? Also nur, weil wir uns vorstellen als Fans, dass der jetzt da vorne drin steht und irgendwie 12 Buden macht,
heißt das ja nicht zum einen, dass das ist, was er tatsächlich sich als Aufgabe vorgenommen hat. Und es muss ja auch nicht sein, dass das die Aufgabe ist, die er vom Trainer bekommen hat, sondern das ist ja nur die Vorstellung in unserem Kopf. Ach nee, weiß ich nicht. Ne? Also wir spielen mit zwei Spitzen und da ist Aufgabe hin oder her, das, woran er sich am Ende des Tages messen lassen muss, die Tore, die er schießt. Oder? Und ich glaube, das ist sein eigener Anspruch und das ist auch der Anspruch, den berechtigt der Rest der Welt an ihm hat. Ich will seine Leistung nicht schmälern. Ich bin absolut im Lager pro Jovic. Aber früher oder später muss er einfach treffen. Ich hätte es ihm in dem Spiel mehr als gegönnt, weil es sich verdient hätte. Und ich glaube, dass einfach sein Weg zu Toren gerade über die Arbeit kommt. Also Silva ist einfach vorne drin. Der hat den 16er mit all seiner Wucht besetzt. Und ich glaube, Jovic versucht drumherum so viel wie möglich zu arbeiten, um sich in den Erfolg zurückzuarbeiten. Ja. Ich glaube fest daran, dass der demnächst auch wieder Tore schießen wird. Glaubt, dass da auch der Knoten platzt. Sehe den überhaupt nicht schlecht, aber am Ende des Tages ist er Stürmer, muss sich an seinen Toren messen lassen. Ja, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die noch kommen. Ja, wir haben ja noch ein paar Spieltage, also er kann ja noch... Kann ja noch ein und auf der anderen Seite ist das auch gar nicht so verkehrt, ne? Also ich meine, was ja eigentlich Real Madrid so ein bisschen verfolgt ist, geh mal nach Frankfurt, mach da viele Tore, da ist ja für dich einfach, mach mal, dann kriegen wir nämlich viel Geld für dich, wenn wir dich jetzt an Gott weiß wen verkaufen. Weiß der Kuckuck, ob das für die Karriere von ihm förderlich ist, wenn er jetzt beim nächsten Verein anheuert, wo er vielleicht nicht Fuß fassen kann, aber vielleicht ist ja auch die Möglichkeit, wenn man sieht, der kommt jetzt nur langsam in Fahrt und schießt vielleicht dann in den letzten 2-3 Spieltagen einfach nur 1-2 Tore, dass dann Real sagt, nee, braucht vielleicht ein bisschen längere Anlaufzeit wie einfach nur 3 Monate, bleibt doch nochmal für schmales Geld ein Jahr in Frankfurt. Vielleicht erhöht das ja einfach unsere Chancen und vielleicht ist gar nicht so verkehrt, wenn der jetzt gar nicht in jedem Spiel 12 Tore macht. Könnte sein. Wer weiß das schon so genau? Wer weiß das schon? Ich nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, wir sind da die Unwissenden. Ja, dann steht es 4-1 und dann wäre die Halbzeit eigentlich fast rum und dann kommt dann irgendwann dieser Chipball in den Strafraum, den Kruse dann über einen rausstehenden, etwas weit vorne stehenden Trapp da reinköpft, wo ich mir auch denke, so brauchen wir in fast jedem Spiel so ein komisches Freak-Tor? Ja, vor allen Dingen von diesem Pimmeltyp, ey. Mann, das hat mich so krass geärgert, dass du dir ausgerechnet vor der Halbzeit noch einen fängst, wenn wir 4-1 in die Halbzeit gegangen wäre, das Ding, wäre der Drops komplett gelutscht gewesen. So. Und dann kommt so ein Typ daher und macht dir so ein Gurkending da rein, weil hinten alles pennt. Wo war denn der Barkok? Warum lässt er den denn alleine da weglaufen? Das weiß ich auch nicht. Man kann sich eine Frage auch stellen, also wenn Trapp schon so weit draußen ist, dann mach halt noch die 2 Schritte raus und holen die aus der Luft oder geh halt auf die Linie. Ich habe tatsächlich zuerst auch gesagt, oh, was macht denn der Trapp da? Aber wenn du dir das nochmal anguckst, was der macht, ist eigentlich richtig. Ne? Der macht einfach seine Ecke zu. Ja, so. Ich glaube auch, Trapp trifft da am wenigsten Schuld an diesem Spieltag generell, weil an dem Spieltag in Summe nicht. Also das war schon sehr, sehr stark. Deswegen an dem Tor, ja, ich weiß nicht, ich würde das, glaube ich, auch viel auf Barkok schieben, leider. Der lässt den Kruse halt weglaufen. Ne? Ja, der ist die ganze Zeit bei ihm und denkt sich dann, ah ja, nee, mit da hinten hin komme ich jetzt nicht mehr. Ja. Man merkt halt, dass er kein Verteidiger ist und der hat vor allem gegen Kruse halt so seine Probleme gehabt. Das hat man schon gemerkt. Das ist ja auch nicht die einzige Szene, in der er da sich ein bisschen von Kruse aushebeln lassen das hat. Das ist ja auch so ein Punkt, den wir ja auch den ihr in der letzten Woche und den wir ja auch schon in der vorletzten Woche hatten, wo wir ja auch, als wir über die Aufstellung gesprochen haben, auch gesagt haben, Barkok auf rechts, wenn Durm nicht da ist, offensiv total toll, weil er halt eben diese Einzelaktion hat, weil er auch mal Dinge ausprobiert, aber in der Defensive halt deutliche Schwächen. Und das, finde ich, ist halt nach wie vor so ein Thema, das siehst du halt schon immer wieder in so einem Spielverlauf einfach. Ja, aber da hast du halt auch nur die Wahl, ne? Also ich will ja jetzt nicht sagen, du hast, also eigentlich hast du 2 Möglichkeiten. Kamada war das war auch nix. Das war nix. So kannst du, ne? Barkok finde ich jetzt in der Defensive nicht auch nicht besser. Finde ich auch, aber finde ich da nicht schlimm, so, ne? Du hast mit einem Ilsanker jemanden gehabt, der sehr routiniert hinten dran war, wobei ich jetzt nicht dazu verfallen möchte, Lobeshymnen auf Ilsanker zu sprechen, aber das ist halt auch nochmal was anderes, ob du den da stehen hast oder den Youngster Tuta.
Und deine Alternative ist halt ein Timothy Chandler. Jetzt ist natürlich, ne, jetzt straft er mich Lügen mit allem, was ich jetzt sage, dessen Hauptaufgabe halt das Defensive ist und der nicht so viel in die Offensive vorne reinsteckt. Haha, da macht er das Tor. So, ne? Also ja. In der Theorie. Ja, gut, ich meine, er läuft halt viel, also er macht halt schon viel Betrieb. Er kann dafür ein bisschen Unruhe sorgen. Das ist nämlich zum Beispiel so ein Punkt, der mich in der ersten Halbzeit zum Teil, aber in der zweiten Halbzeit noch viel mehr geärgert hat, dass halt irgendwann auch so offensivtechnisch nichts mehr über die rechte Seite gelaufen ist, dass du da, wenn du da zumindest mal jemanden hättest, der so ein bisschen für Wirbel sorgt und den einen oder anderen da auf sich zieht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Chandler kann. Die Frage ist ja nur, für wie viele Spiele müssen wir da jetzt auf rechts noch eine Alternative finden? Touré wird nicht wiederkommen und Dom ist ja jetzt auch noch so ein bisschen die Frage. Ich wollte gerade sagen, eigentlich fast für den Rest der Saison. So, und dann ist wahrscheinlich schon eher Barkok die erste Wahl und dann musst du dir halt ein bisschen überlegen, wie du das in der Defensive dann abfangen kannst. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass Chandler die erste Wahl wäre, wenn du vorne deine zwei Zehner mit Younes und Kamada hast. Wenn du aber schon auf einen der beiden Zehner, auf die kreative Mitte verzichten musst, ja, dann versuchst du doch über rechts vielleicht mit Barkok noch ein bisschen Kreativität mit reinzuschieben. Ja gut, das kann natürlich ein Punkt sein, dadurch, dass wir jetzt ja auch gerade bei dem Union-Spiel keine zwei Zehner hatten, weil Younes fünfte gelbe Karte. Und die sich ja sonst auch so ein bisschen dann aufgeteilt haben und einer dann auch mal so diesen rechten Zwischenraum dann immer besetzt hat, ja, könnte das natürlich dann eine Variante sein, womit du dann wieder mit Chandler, der in der Defensive vielleicht auch mehr Vorteile hat, gerade wenn man sich den nächsten Gegner Dortmund anguckt, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr Defensive an der Stelle noch halt haben willst. Ja, ja, könnte eine Variante auch sein. Guter Punkt. Ja. Ist auch, glaube ich, kalkuliertes Risiko einfach mit Barkok dann. Du musst halt nach dem Gegner schauen und musst auch wissen, wie viel willst du selbst in die Offensive packen gerade. Ja. Und inwiefern kannst du das auch ausgleichen mit den Innenverteidigern. Also man hat ja schon auf links Kostic, der jetzt auch nicht immer hundertprozentig perfekt in der Abwehr performt, obwohl man da ja jetzt wirklich gar keinen Vorwurf machen will. Der hat sich da schon sehr, sehr gut gemacht. Barkok muss das halt noch ein bisschen lernen. Oder, ja, und so schnell wird er es jetzt nicht lernen. Also machen wir uns nichts vor. Da hast du halt immer die Schwachstelle und das werden auch die Gegner wissen, sobald Barkok auf rechts den Verteidiger spielt, wird dann wahrscheinlich bei den Gegnern auch viel über links laufen, wenn die da irgendwie passendes Spielermaterial auf der Seite haben. Ja, du hast halt auf links, hast du halt ein sehr eingespieltes Team aus Kostic und Endika, ja, was du halt rechts auch nicht hast, dadurch, dass da ja immer mal wieder so ein bisschen Wechsel war und jetzt tut er da neu rein, der sich ja dann auch erst irgendwie einspielen muss, jetzt tut er wieder weg, weil fällt aus und dann jetzt Ilsanka, der ja seinen Job echt nicht verkehrt gemacht hat, diese zwei Spieltage. Also kann man nichts gegen sagen, es hätte schon schlechter laufen können. Aber da ist ja wenig Konstanz dann auch so in diesem Zusammenspiel. Und das wirkt sich da mit Sicherheit auch nochmal aus. Aber Alex hat es gerade eben schon angesprochen, Chandler straft sie Lügen. Im Prinzip war das ja ein komplettes Tor der zweiten Garde. Rustic erobert den Ball, spielt ab auf Zuber, der sieht Chandler im Rückraum da reinlaufen und spielt den Pass zwischen den beiden Abwehrspielern und Chandler schiebt ein, also es war ja komplett zweite Garde das Tor. Ja, vor allen Dingen, also auch die Einwechslungen so am Anfang, ich hätte mir halt gewünscht und ich verstehe nicht so ganz, warum das nicht früher passiert ist, dass Rustic reinkommt, weil wann immer der bis jetzt eingewechselt wurde, hat er mir super gefallen und auch in der Aktion, der war derjenige, der den Biss hatte, diesen Ball nicht verloren zu geben und der im Prinzip aus meiner Sicht so der Einleiter dieses Tores dann am Ende war. Ja. Und ich kann aus den paar Minuten, die ich halt von ihm im Spiel sehe, ich weiß ja nicht, was im Training so los ist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum der nicht häufiger eine Chance bekommt, weil der so eine bisschen Galligkeit mit reinbringt, die ich eigentlich ganz geil finde. Ja, also ich weiß nicht, ob er so viel schlechter ist oder ob halt an der Stelle einfach andere wesentlich besser sind. Ja, echt jetzt, Zuber. Also, das ist so. Gut, der hat jetzt auch dieses Tor, ne, hat den Assist gegeben, der macht im Spiel in der Regel wenig kaputt, aber das ist jetzt auch keiner, wo ich mir gedacht habe, ach guck mal hier, was der Zuber da jetzt gerade gemacht hat, Mensch, verrückt du. Wäre jetzt nicht so unbedingt erste Wahl, ist schon richtig, ja. Ja, und beim Rustic ist aber immer das, wenn der reinkommt, ich mir denke, oh ja, guck mal,
wirbelt ein bisschen, ah ja, geiler Zweikampf, hm, ja, schön, schön, auch schön. Ja, also den würde ich gerne öfter sehen und ich weiß nicht, vielleicht ist der ja auch eine Alternative für die rechte Seite. Für die rechte Seite? Ja. Ja, den kannst du ja im Mittelfeld, kannst du den ja relativ variabel einsetzen. Ob du ihn jetzt auf der 6 spielen lässt, auf der 8 oder auf der 10. Die Position hat er ja alle schon in seinen Stationen irgendwo mal gespielt. Und dann ist der Weg zu so einem offensiven Außenbahnspieler vielleicht auch nicht mehr so weit. Ja, so weit, ja. Okay, habe ich jetzt ernsthafterweise noch nicht drüber nachgedacht? Ja, für mich ist halt momentan irgendwie Rustić so die Antwort auf alle meiner Fragen. Weil ich, vielleicht ist da einfach der Wunsch des Vaters, der Vater des Gedanken? Genau, der, ja. Aber der macht mir irgendwie mehr Spaß wie so ein Zuber. Okay. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ja. Und was bleibt am Ende? 3 Punkte für uns, 5 geschossene Tore, 5. gelbe Karte für Hasebe, der fehlt uns damit im Spiel gegen Dortmund, was wir dann vielleicht nächste Woche besprechen werden. Und dann hat unser Trainer auch wieder eine gelbe Karte bekommen. Ist das jetzt die 2. in der Saison oder vertue ich mich da? Glaub, was ja. Dann noch? Hat dein Bremen eine bekommen? Ja. Ja. Ah ja. Ja. Da wusste ich ja wenigstens wofür, aber habt ihr mitbekommen, für was er da jetzt diesmal die gelbe Karte gesehen hat? Weil für mich war es so ein bisschen unklar. Also er hat gemeckert, ja, aber über was? Na, wahrscheinlich war der auch ab der 10. Minute einfach angefressen, ne? Ja. Also, ja, dann hat er aber lange durchgehalten, ja. Weil er hat ja erst in der paar 80. bekommen. Also. Ja, vielleicht hat es einfach nur lange gedauert, bis der Schiri dann endlich mal gesagt hat, hier, Adi, jetzt ist mal gut. Ja. Kann aber auch sein, dass er dann einfach irgendwann, dass sich das so summiert hat und dann war, also ich hatte auch ein paar Momente, ich weiß nicht mehr genau, was war, aber es war dann halt irgendwie ein Foul von einem Eintracht-Spieler, wo dann gelb gegeben wurde oder wo dann irgendwie ein Freistoß gegeben wurde und wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber für das Hasebe-Ding, das war halt das... Das hat sich das ganze Spiel durchgezogen und da war ich so ein bisschen nachtragend. Ich kann mir vorstellen, dass Hütter da auch so war, ja, ich weiß jetzt halt auch nicht, was ich noch sagen soll. Und dann wirst du halt ein bisschen... Ja, Leon hat es gerade freundlicherweise in den Chat geschrieben und sagt, das war ein Foul, das von Ache, oder es wurde etwas, was Ache im Spiel gemacht hat, als Foul gewertet, was keins war. Und da wird er sich wahrscheinlich aufgeregt haben. Ja, okay, das macht dann wiederum Sinn. Ja, war auch geil, wenn einfach in der 10. Minute sowas passiert und in der 90. noch argumentierst mit, ja, das war kein Foul, ne, aber Hasebe. Das wäre echt von der Seitenlinie, 100%. Ja, aber ganz ehrlich, er hat ja recht, ja, da trittst du irgendeinem im Mittelfeld total irgendwie belanglos auf den Schlappen und kriegst eine gelbe Karte dafür, weil, hartes Einsteigen und das andere nicht. Also, ist auch so ein bisschen rätselhaft, tatsächlich. Ja, deswegen hat wahrscheinlich Hasebe auch seine Hose nicht runtergekrempelt, ne? Das so ist doch keiner aus, vergisst, rein, auch rein nicht aus, in der 90. Rein aus Protest, ja. Wahrscheinlich hat er sich in der Pause noch gedacht, so komm, gib mal Schere, ich schneide mal das Hosenbein ab, da muss ich nicht als hochhalten. Ja. Ja gut, am Ende gewinnt die Eintracht 5-2. Und wenn man sich mal auf die anderen Spieltage oder auf die anderen Ergebnisse guckt, dort schafft gerade so das 2-2 gegen Köln. Auf der einen Seite habe ich mich fürchterlich geärgert, dass Köln das mit dem 2-1 nicht durchgehalten hat. Auf der anderen Seite tut mir Köln auch so ein bisschen leid, zumindest wenn ich die Kölner Timeline lese, die jetzt wahrscheinlich irgendwie bis 2048 mit Gisdol als Trainer noch arbeiten müssen. Leverkusen verliert gegen die Hertha und die Eintracht... Was ist denn da los gewesen, ne? Also, ja, keine Ahnung. Und die Eintracht steht auf Tabellenplatz 4 am 26. Spieltag mit 47 Punkten, nur um uns das nochmal zu verdeutlichen, 47 Punkten und hat es geschafft, an diesem Spieltag die Verfolgermannschaften Dortmund und Leverkusen auf Distanz zu halten. Also wenn ich sowas beim Fußballmanager habe... Ganz leise diese Champions-League-Hymne, ja? So ganz leise so. Also wenn ich sowas im Fußballmanager irgendwie habe, dann okay, fein. Aber dass das jetzt tatsächlich eine nahezu reale Bundesliga-Saison ist, das wird anstrengend, liebe Leute. Kannst du ja auch nicht ausmalen, dass jetzt noch dieser Showdown gegen Dortmund kommt. Also direkt nach diesem Spieltag, wo irgendwie alles für die Eintracht läuft, ja, das hast du jetzt den direkten Konkurrenten auch noch vor der Brust und kannst also im besten Fall... Den Abstand auch noch ausbauen. Also und zwar richtig ausbauen. Das ist schon, also wenn da nicht die Sause weg, gegangen, ne? Ja. Mega. Und
nach Dortmund kommt Wolfsburg. Die sind auch nur 4 Punkte vor uns. Also auch da kannst du noch mal so ein bisschen dem einen oder anderen irgendwie hier... Ja, Wolfsburg, weiß ich auch nicht, was da los ist. Also da möge mal bitte jemand einen Dopingtest machen. So, das, also für mich ist diese Mannschaft völlig überbewertet. Und die spielen so, die spielen einfach unterm Radar eine krasse Saison. Die heimsen einen Punkt nach dem anderen ein. Ja, und trotzdem finde ich an dieser... Also ich finde noch nicht mal diesen Wout Weghorst geil. Das ist... Weiß ich auch nicht, was da los ist. Da finde ich von vorne bis hinten, finde ich da nix geil an Wolfsburg. Und trotzdem schafft es niemand, gegen die zu gewinnen. Ja, du spielst am 24. April auch noch gegen Leverkusen. Und du hast jetzt diese Länderspielpause, über die wir gleich noch reden werden. Dann kommen auch wieder Spieler zurück. Hinti dürfte wieder fit sein. Younes, Tuta haben ihre Gelbsperrenkarte abgesessen. Durm, Fragezeichen. Okay, dafür musst du auf Hasebe verzichten, aber du hast wieder ein bisschen mehr Optionen, aus denen du schöpfen kannst. Ja, vielleicht hast du weniger, ne? Ja. Achso, wegen Länderspiel. Ja, okay. Genau. Ja. Vielleicht wird aber ja auch das Spiel komplett abgesagt, wer auch immer da im Hintergrund rumkruschelt. Weil da mache ich auch noch ganz ehrlich so ein bisschen ein Fragezeichen dran, ob dieses Spiel halt tatsächlich jetzt stattfinden wird. Ich bin mir da noch nicht so ganz klar. Das Spiel gegen Dortmund oder ob generell dieser Bundesligaspieltag über Ostern stattfinden wird. Weil, schon, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß es nicht. Das lassen sich. Also, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Du kannst nicht Länderspiele in aller Herren Länder machen und sagst dann, ah ja, nee, hier Dortmund gegen Frankfurt, 300 Meter Entfernung, das können wir machen. Ja, wieso? Du kannst ja auch sagen, in Deutschland bleiben die Hotels zu, aber mit der TUI nach Malle fliegen, das geht. Also, das geht ja auch. Ja, das Problem ist halt, dass dir die komplette Unterstützung auch in der Bevölkerung für jegliche Maßnahme fehlt, ne? Das siehst du jetzt schon an dieser Kirchennummer, ne? Wo die Bundesregierung sagt, katholische Kirche, wie sieht's denn aus? Gottesdienste, könnt ihr sein lassen? Nö. Ja, gut, ich hab nur mal gefragt, ne? Ist ja alles okay. Dann macht's. Gut. Ja. Das ist ja so, ne? Und genauso wird es hier auch laufen. Da ruft jemand an, sagt hier, DFB, wie sieht's denn aus? Muss man hier Länderspiele machen? Ja, müssen wir machen. Ja, alles klar, ich wollte nur mal gefragt haben. Ja, gut, ich rufe noch bei der DFL an. Ja gut, weiß ich nicht. Es kann auch sein, ähnlich hier Konzessionsentscheidungen, so nach dem Motto, das Foul haben wir nicht gegeben, das andere geben wir nicht. Kannst du auch sagen, so, okay, Kirchen können wir nicht verbieten, aber Bundesliga so, Öffentlichkeit wirksam im Fernsehen, da hauen wir jetzt mal einen Riegel vor. Also ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird sich die DFL auch nicht nehmen lassen. Die wird dann irgendwie argumentieren, ach, vom Terminplan, das geht doch alles gar nicht und keine Ahnung, wir haben eh keine Zuschauer, wir haben hier ein Testkonzept, die Spieler sind in ihren Bubbles, was halt, es läuft ja bisher, wie es läuft. Die werden das sich, glaube ich, nicht nehmen lassen. Ich glaube, das läuft ganz normal. Vor allem gab es doch heute irgendwie auch diese Diskussion, ob nicht Union gegen Hertha abgesagt wird, weil der RBB da offensichtlich irgendwas falsch verstanden hat. Ja, das war und ja schon gemeldet hat, das wird abgesagt, um dann vom Senat auf die Mütze zu kriegen und zu sagen, nee, das wird nicht abgesagt, da wurde nur dieses Pilotprojekt mit Zuschauern, was auch schon absurd ist, aber okay, das wird halt nicht durchgeführt. Also da wurde ja irgendwie auch bestätigt, ja, das Spiel findet statt. Wobei, ich glaube, so wie ich das gelesen habe, was ja diese Meldung ausgelöst hat, war ja, dass die gesagt haben, so okay, dieses Pilotprojekt mit den Zuschauern findet nicht statt und dann in einem Nebensatz wohl gesagt haben, aber ob dieser Spieltag überhaupt stattfindet, das entscheidet ja die DFL. Also das quasi weggeschoben haben. Und dieser Nebensatz hat wohl zu dieser Verwirrung in dieser Meldung geführt, so nach dem Motto, wird der Spieltag ganz abgesagt. Also die sind sich da auch noch alle irgendwie sehr uneinig. Ich glaub's nicht. Also ich glaube nur, irgendjemand, der ein ganz großes Ego-Problem hat, würde jetzt an dieses Thema Fußball drangehen. Und das wär auch wahlpolitisch, ne? Weil hat mit Sicherheit der ein oder andere auch im Hinterkopf, wäre das ganz miserables Eigenmarketing. Ja, glaube ich nicht. Ist die Frage, welches Eigenmarketing dir da jetzt an der Stelle lieber ist. Aber ja gut. Schauen wir mal. Also, Und es ist ja auch nicht so der Rieseneffekt, ne? Ja, ist richtig. Also ich meine, dann was triffst denn da? Die Zuschauer, die vorm Fernseher sitzen? Also soll mir Ostern noch langweiliger werden? Ja. Die nehmen mir jetzt am Donnerstag sogar die Arbeit weg, damit ich gar nichts machen kann. Ich kann nicht einkaufen, ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht meine Familie sehen
Und jetzt soll ich dann auch nicht Fernsehen gucken dürfen, wo Fußball läuft oder was? Ist das denn mittlerweile geklärt, dass dieser Donnerstag tatsächlich dann nicht gearbeitet wird? Das war doch auch noch. Nein, nein. Also die Bundesregierung hat es gesagt, aber die schlussendliche Entscheidung müssen die Länder, glaube ich, jetzt treffen. Und Hessen hat sich dazu noch nicht geäußert. Ja, ja. Okay. Ja, also ich bin mal gespannt, was die da tatsächlich draus machen. Ich würde es mir tatsächlich, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite könnte ich es nachvollziehen, auf der anderen Seite sind wir gerade so gut im Flow. Am liebsten hätte ich Dortmund jetzt schon gerne übermorgen, wenn alle da sind, und würde die halt einfach wegschießen, damit wir das Thema halt vom Tisch kriegen. Aber dazu kommt es ja erstmal nicht. Sondern müssen wir ja jetzt noch so gute anderthalb Wochen warten, weil ist ja unser Lieblingsthema Länderspielpause. Es finden verschiedenste WM-Qualifikationsspiele tatsächlich statt. Es sind auch tatsächlich einige Eintracht-Spieler unterwegs, unter anderem Kevin Trapp und Armin Younes, beide für Deutschland. Ich freue mich ja schon irgendwie sehr, dass Younes da jetzt mal nach, wann war das letzte Mal im Kader? 2017, 2018? Patricia, du weißt es doch mit Sicherheit. Ich weiß es leider nicht, okay. Tatsächlich. Also die Jahreszahl. Also irgendwie sowas. Bin ich sehr, sehr schlecht mit Jahreszahlen. Okay, irgendwie sowas. 2017 steht sogar im Text, ich hätte nur hochscrollen müssen. Da tatsächlich mal wieder im Kader ist. Und es sind ja auch verschiedene andere. Kamada, Kostic, Jovic, Silva, Barkok, Ilsanker und Hinteregger werden nicht zu dem österreichischen Spiel entlassen. Und besonders spannend finde ich ja, es treffen ja auch Eintracht-Spieler aufeinander, nämlich Silva auf Kostic und Jovic, die nämlich mit Portugal gegen Serbien spielen. Ach komm, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. In Belgrad. Und jetzt ratet mal, was ist die aktuelle Inzidenz in Serbien? Der aktuelle 300. Inzidenzwert. Du sagst 300, Patricia? Ja, wenn du so fragst, wird es ja hoch sein, ne? Dann. Du musst eigentlich nur höher oder niedriger sagen. Ja, ich sag 380. Ja, ist beides noch zu niedrig, 514. Ja, aber warte mal, wie hoch ist denn die Impfquote? Vielleicht sind da ja 50% der Bevölkerung schon geimpft. Dann hättest du, glaube ich, nicht so eine hohe Inzidenz. Ja. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wie hoch die Impfquote ist. Das ist hier bei auf der Seite nicht. Ich kann ja gleich nochmal gucken, ob ich das nochmal irgendwo finde. Ich finde es nur halt einfach, also generell dieses Thema Länderspiele an dieser Stelle finde ich ja schon irgendwie Wahnsinn. Also Länderspiele sind uns schon immer auf den Sack gegangen. Ja. Ne? Also zumal auch dieses deutsche, die Mannschaft-Thema ist ja einfach seit Jahren nur noch nervtötend. Ja. So, was passiert? Corona kommt dazu, wir haben eine weltweite Pandemie und die Fußball-Bubble wird von Tag zu Tag größer und kann eigentlich auch nicht mehr als Bubble bezeichnet werden. Und was machen sie? Sie machen noch mehr Länderspiele. So, also sonst gab es dann immer irgendwie zwei Freundschaftsspiele, jetzt gibt es 3 in jeder Abstellphase. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wofür die sind. Sind es Freundschaftsspiele oder sind es WM-Quali-Spiele? Und 3 Wochen später passieren dann schon die EM-Spiele, die ja eigentlich hätte dieses Jahr gar nicht sein sollen. Dann kommt die Nations League, wo auch kein Mensch weiß, in welcher Liga du gerade spielst oder auch nicht. Und warum du in dieser Liga bist, obwohl du hättest eigentlich absteigen müssen. Das erklärt sich mir alles gar nicht. Nee, und ich habe keinen Bock auf diese Mannschaft. Und ich habe keinen Bock auf die Länderspielpause und ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf diese EM. Und eigentlich habe ich da noch viel weniger Bock. Also Corona ist einfach so das i-Tüpfelchen obendrauf, was diese Soße, die eh stinkt, noch beschissener macht. Ich verstehe halt auch wirklich nicht, warum man sich, aber es ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein Politikum, warum man sich da nicht einfach als Verein oder sogar als nationaler Verband dann ein Stück weit dagegen stellt. Also gerade als Verein müsstest du ja eigentlich sagen, ey, ich lasse hier keinen weg, weil gerade in so einer Situation, wie die Eintracht ja ist, du bist ja am Ende drauf verhaftet, eine gute Platzierung in der Liga zu haben, um dich finanziell irgendwie über Wasser zu halten. Und gerade in dieser Situation, wo dir sowieso schon eine Menge Einnahmen fehlen, das Einzige, womit du tatsächlich Geld irgendwie verdienen kannst, dem potenziellen Risiko auszusetzen, zwar nicht krank, vielleicht nicht krank zu werden, aber zumindest mal eine gewisse Zeit lang auszufallen, weil in irgendwelche Quarantäne oder sonstigen Dinge, weiß ich nicht, ob ich das aus so einer betriebswirtschaftlichen Sichtweise machen würde. Ich glaube, da
drehen sich ganz viele Rädchen, die wir gar nicht sehen. Jetzt nimm dir mal das Beispiel, Eintracht Frankfurt entscheidet, kein Spieler von Eintracht Frankfurt darf zu Ländern spielen. Also mal ganz davon abgesehen, dass es eine Abstellverpflichtung gibt, bla bla bla. Die streichen wir jetzt einfach mal und wir spielen einfach nur mal Theorie. Kein Eintracht-Spieler darf zu Länderspielen reisen. So, da kommt ein André Silva, der seit Jahren mittlerweile versucht, wieder Fuß zu fassen in der portugiesischen Nationalmannschaft. An der Seite von Cristiano Ronaldo endlich die Nummer 2 und irgendwann der Nachfolger vom goldenen Cristiano zu werden, der sich da seinem Land präsentieren kann und der endlich im Aufwind ist. Und dem sagt Eintracht Frankfurt, nee, Nationalmannschaft fährst du jetzt mal nicht wegen der Pandemie. Dann sagt sein Nationaltrainer, André, komme nix zu Spiel, dann du nix fahre Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob der mit dem Dialekt spricht, aber mach mal weiter. Ja, das war eher der Italiener, ne? Ja. Aber ist ja Madrid oder Mailand oder Madrid, egal. Hauptsache Italien. Ja. Hauptsache Portugal, genau. So. Das sind einfach, also ich glaube, da sind einfach Zwänge am Werk, die wir vielleicht so auch auf den ersten Blick nicht nachvollziehen. So, und dann sitzt da eine UEFA und eine FIFA, die vielleicht mit italienischem Dialekt aus Sizilien sprechen. Um das mal so durch die Blume anklingen zu lassen, was sich dieser Mischpoke unterstellen möchte. Wäre doch schade, wenn dem Verein was passieren würde. Und da auf einmal Pferdeköpfe in irgendwelchen Betten liegen. Ja, und ich glaube deswegen, also in die Nesseln willst du dich nicht setzen, weil das eine Gefahr für die Eintracht ist, dass kein Spieler mehr bei der Eintracht spielen will, weil wenn sie zu diesem Verein wechseln, machen sie sich ihre internationale Karriere kaputt. Weil du ja nicht nur jetzt die EM sehen darfst, sondern die WM kommt im nächsten Jahr. Und dann, so der liebe Gott will, sind wir alle geimpft. Diese Pandemie ist vielleicht mal wenigstens am Abklingen oder vielleicht sogar vorbei. Und dann hattest du aber bei einem Verein gespielt, der dich die ganze Zeit gestrichen hat und wo der Nationaltrainer jetzt sagt, nee, mit dir nicht mehr. Dann würde ich als André Silva die Eintracht auch nicht als meine Option über 21 hinaus sehen. Ja, auch wieder. Also deswegen machst du das als Verein nicht. Als Spieler sagst du aber auch nicht, wie es jetzt zum Beispiel die Handballspieler gemacht haben, die gesagt haben, ah ja, Ägypten, WM spielen mit Zuschauern und also, nee, möchte ich nicht. Machst du als Fußballer nicht. Weil wenn André Silva sagt, ich komme nicht Portugal, ich bleib lieber hier, weil ich habe Angst wegen dieser Krankheit, dann sagen sie halt auch, ja, dann bleib halt, wo du bist, ne? Vielleicht brauchen wir dich dann auch gar nicht mehr. Also ich glaube, dass hier einfach der Dachverband des europäischen Fußballs hätte entscheiden müssen, im Sinne aller, diese Europameisterschaft fällt einfach aus. Wir haben nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft und dann hoffen wir, dass wir da alle wieder spielen können. Dann können wir vielleicht uns auch mal einen Modus überlegen, wie wir diese Qualifikationen hinkriegen, dass wir reduzierte Spiele haben und dass erst in der nächsten Saison Qualifikationsspiele gemacht werden. Und diese fucking Europameisterschaft, die gibt's einfach mal nicht. Das wäre auf jeden Fall die konsequentere Entscheidung gewesen. Das wäre halt die richtige Entscheidung gewesen. Dann hättest du dich auch nicht in der letzten Woche mit irgendwelchen, aber es gibt keine Spieler ohne Zuschauer, hint, Pressedings da irgendwie rausgehauen. Also wäre halt schon irgendwie geiler gewesen, ja. Dann hätten die Länderspiele jetzt trotzdem stattgefunden, weil das sind ja jetzt WM-Quali-Spiele. Also die hätten sie ja dann trotzdem machen müssen. Naja, du musst dir halt auch einen anderen Modus dafür mal überlegen. Ja, stimmt. Also du kannst halt, wenn du eine weltweite Pandemie hast, kannst du halt nicht sagen, ja, aber unser Modus ist seit 35 Jahren, dass die Qualifikationsspiele so ausgetragen werden und dass wir Hin- und Rückspiele in allem möglichen Shit haben. Ja, dann überleg dir halt mal, wie du das sinnvoller machst. Das ist doch alles möglich. Also mich ärgert es auch, zumal, wie gesagt, mich das Thema auch nicht wirklich interessiert. Patricia, du warst so ruhig. Pro Länderspiele oder kontra Länderspiele? Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich sage das, glaube ich, jedes Mal wieder und ich sage es auch jetzt wieder, dass ich es halt absolut unverständlich finde. Ich sage es auch nochmal, ich weiß, dass es da viele Mechanismen gibt und ich weiß, dass da irgendwie, was weiß ich, wer alles immer irgendwas dagegen einzuwenden hat. Finde aber, es sollte halt einfach nicht stattfinden. Und ich finde auch, eine Pandemie ist eine Ausnahmesituation, in der man dann vielleicht auch mal Ausnahmeregelungen treffen könnte. Das ist jetzt nicht passiert und deswegen regt es mich einfach nur auf, dass es stattfindet. Und ich finde es absolut unverantwortlich, irgendwie diverse Spieler in diverse Länder mit hohen Inzidenzen zu schicken und
dann zu erwarten, dass sie dann alle irgendwie gesund und munter zurückkommen, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Wir kennen es aus der letzten Länderspielpause, da gab es auch Infizierte, die dann aus den Nationalmannschaften zurückgekommen sind zu ihren einzelnen Mannschaften, was dann wieder alles durcheinander wirft und auch einfach unverantwortlich ist. Ich meine, diese Krankheit ist sie jetzt auch nicht einfach, dass man sagt, naja, hat halt eine Erkältung gehabt. Nee, da gibt es auch, es kann auch sein, dass es ein Spieler komplett aus den Latschen kippt und der dann, was weiß ich, wie lange ausfällt oder Nachwirkungen von irgendwas hat. Ich kann es halt nicht nachvollziehen und mich nervt es, dass das jetzt stattfinden muss. Ja. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, da muss ich mal ein bisschen spoilern auf eine der Empfehlungen, die wir haben. Ich weiß nicht, wer es gestern gesehen hat im Heimspiel. Da war der Torwart vom FSV Frankfurt, der einfach aus seiner Perspektive mal ein bisschen berichtet hat, wie es beim FSV gelaufen ist, weil sich da innerhalb im Prinzip von 1-2 Wochen 11 Spieler infiziert haben, wo auch relativ klar ist, wie das Ganze zustande gekommen ist und der halt eben auch mal eine andere Darstellung dieser Infizierungen gebracht hat, weil mir wurde die ganze Zeit so ein bisschen suggeriert oder das war das, wie ich es wahrgenommen habe, keine Ahnung, Eamon Barcock positiv getestet, ja, ist 3 Tage weg, ist zack wieder Stammspieler, voll mit dem Training dabei, Thomas Müller positiv getestet, Woche weg, wieder im Training dabei. Ich hatte den Eindruck, wenn du halt so einen krass durchtrainierten Körper hast, dann kann dir dieses Corona entweder nichts antun oder die positiven Testergebnisse, die da sind, sind halt teilweise falsch. Aber ich hatte nie irgendwie mitbekommen, dass einer dieser Profispieler ernsthaft erkrankt ist. Und das hat er gestern Abend in der Sendung mal ein bisschen anders dargestellt und hat dann auch gesagt, dass da einfach 20-jährige Mitspieler von ihm seit Wochen mit Lungenproblemen zu kämpfen haben und auch langfristig jetzt einfach ausfallen, ne? Und er Gliederschmerzen aus der Hölle hatte, wo er sagte, dass er Schmerzen hatte, die er kaum aushalten konnte. Und ich finde, das ist einfach was, was der Profifußball in den letzten Wochen und Monaten komplett unter den Tisch gekehrt hat. Ja, ja, du weißt ja auch generell nicht, es gibt ja auch Berichte von Kinder und Jugendlichen, die irgendwelche Herzfehler tatsächlich, also Herzklappenschäden davon tragen. Also das ist ja diese Langzeitfolgen und Auswirkungen sind ja noch komplett unerforscht. Also da gibt es überhaupt keine Sachen drüber. Und ja, das ist so ein bisschen außen vor gelassen, aber es ist ja immer mal wieder angedeutet, nur weil du einfach durchtrainiert bist, heißt das nicht, dass es dich nicht trotzdem auch hart erwischen kann. Und von daher ist es schon so ein bisschen wieder teilweise mit der Gesundheit von einzelnen Personen in diesem, ich nenne es jetzt mal so geldgeilen Kosmos Fußball teilweise umgegangen wird, ist schon so ein bisschen, ja. Und trotzdem reden wir jede Woche hier drüber. Also wir sind ja auch, ich weiß nicht, ob wir nicht auch teilweise Teil des Problems sind, aber es führt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja. Kriegen wir Geld hierfür? Heimst du das alles alleine ein, René? Ja, tue ich. Zack, verplappert. Ich muss weg. Nein, also wir kriegen Geld in Form von Spenden, da hatten wir ja drüber schon gesprochen. Und einheimsen, relativ, Auslegungssache. Ein bedauerlicher Einzelfall, würde man jetzt bei der CDU sagen. Genau. Ja, aber so ist es halt, ne? Und das ist, glaube ich, auch gar kein, also es ist halt auch ein gesellschaftliches Problem, ne? Weil überall, wo Geld im Spiel ist, wird Geld über alles andere gestellt, über die Gesundheit, über den Menschen dahinter, über, so, das ist kein Problem, was der Fußball exklusiv hat. Ich glaube, das ja, passiert auch im regulären Arbeitsleben, das dem Arbeitgeber oft lieber ist, dass man schneller aus einer Krankheit zurückkommt, als 1000% ausgeheilt. Ja, und da ist der Fußball halt mit seinen Millionen, die mit relativ wenigen Leuten in relativ großer Masse erzeugt werden, einfach nur, glaube ich, so ein bisschen der Leuchtturm, ne? Also das, was man am ehesten wahrnimmt. Vermutlich, ja. Zumindest das, was wir wahrnehmen in anderen Ländern, sind es dann andere Sportarten, aber mit dem gleichen strukturellen Problem wahrscheinlich. Ja, ja. Also, Länderspielpause. Es finden verschiedene WM-Quali und ich glaube auch teilweise U21 und so weiter Spiele statt. Im neuen Jersey. Die Nationalmannschaft. Ein neues Jersey haben sie heute vorgestellt. Ist geil. Ich habe nicht mal das alte im Kopf. Was ist denn an dem neuen Jersey so geil? Ist ganz schwarz. Das neue Away-Jersey ist einfach ganz schwarz und hat die Nationalflagge nur noch am Ärmelrand.
Okay, Sie tragen jetzt schon Trauerflor, weil Sie wissen, dass Sie an keinem internationalen Wettbewerb teilnehmen wollen? Oder was haben, wollen Sie uns damit sagen? Das ist doch sagen? Einfach nur ein Statement, diese Länderspiele sind scheiße. Ja. Ich komme in schwarz. So nach dem Motto, wir wissen, wir dürfen eh nicht spielen, also tragen wir jetzt schon mal irgendwie hier Mitleid. Ja. Okay. Wahnsinn. Also du kannst das auch schon bestellen, René. Ich weiß nicht, ob ich dir den Link auch nochmal schicken soll. Nein. Kam das Nein jetzt zu schnell? Nee. Hatte ich genau in der Geschwindigkeit erwartet. Ja. Also ich wüsste ernsthafterweise nicht, warum ich mir ein Trikot der Nationalmannschaft... Ja, es gibt einen einzigen Grund seit dieser Woche und der ist Amin Yunus. Ich freue mich für ihn. Ich würde mir zumindest mich mal darauf hinweisen, mich dazu hinreißen lassen, vielleicht mir danach mal Highlights vom Spiel anzugucken, aber dann hört meine Anteilnahme an dieser Situation auch schon wieder auf. Das interessiert mich faktisch einfach nicht. Es tut mir leid. Ja, ist schwierig. Ist ohnehin schon schwierig, aber in der Situation gerade erst recht. Ja. Ja. Von daher, wenn einer das Jersey toll findet und es sich kaufen mag, bitteschön, aber ich nicht. Googelt euch den Scheiß selber. Googelt euch den Scheiß selber, genau. So eine Art und Weise. Ja. Dann lieber noch irgendwie ein neues Eintracht-Trikot oder irgendwas. Da kann ich mich eher für begeistern. Ja. Dementsprechend sprechen wir jetzt auch nicht über den nächsten Gegner, weil ist ja jetzt erst in 14 Tagen. Bis dahin kann ja noch ganz viel passieren. Und von daher macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dann tatsächlich nächste Woche darüber zu reden, wie und wann und wo. Das erfahrt ihr dann auf unseren Social Media. So, jetzt waren wir gerade eben schon so bei Unterstützung und Gedöns und Geld. Ja, Alex, gute Tat. Ich hau mal den Jingle raus und dann kannst du uns mal sagen, wie deine gute Tat und Geld und das so alles zusammenpasst. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, Alexander, sag mal, was ist denn die gute Tat der Woche? Die gute Tat der Woche ist Joggen gehen. Ich glaube, das war sie letzte Woche schon. Ich möchte nur noch mal dran erinnern. Ja. Der Fußballverein, für den ich spiele, die Kickers Mefelden, brauchen Geld, weil im Frauenfußball hat man nicht so viele Mitglieder und kriegt man auch nicht so viele Sponsorengelder. Wir haben aber unseren eigenen Platz, unser eigenes Vereinsheim, müssen das selbst bewirtschaften und das mit recht dürftigen Mitteln. Und jetzt ist uns die Heizung kaputt gegangen. Eine unserer Einnahmequellen ist die Vermietung des Vereinsheims. Okay. Ohne Heizung ist das eine schlechte Nummer. Ja. Jetzt haben wir mit der Plusline eine Firma gefunden, die uns für jeden Kilometer, der gelaufen wird, 1 Euro spendet, damit wir eine neue Heizung anschaffen können. Ja, und da kannst du vielleicht auch den Link zum Spendenlauf in die Shownotes hauen. Das Ganze geht noch bis zum 15. April. Alles, was man machen muss, ist irgendwie joggen gehen, seinen Lauf mit Gott weiß was für Apps, Uhren, sonst irgendwas tracken, Screenshot damit machen, Name, Anzahl gelaufene Kilometer, Screenshot hochladen, man muss sich nicht registrieren, muss sich nicht ausziehen, muss keine Cookies akzeptieren und weiß der Kuckuck was noch alles, kann einfach mitmachen, Kilometer sammeln und am Ende, wenn man Glück hat, noch was gewinnen. Der Vollständigkeit halber, die Plusline ist ein Arbeitgeber, das heißt, du bist da auch beschäftigt und spielst für den Verein, aber das steht jetzt nur nicht in unmittelbarem, direkt im Zusammenhang. You know. Ein sehr zufälliger Zufall. Genau. Muss ich tatsächlich joggen oder reicht halt gelaufener Kilometer? Naja, ne, also wenn du morgens zum Bäcker gehst, die Brötchen holen und dann 300 Meter in der Geschwindigkeit von 2 km/h zurücklegst, dann würde das nicht zählen, aber wenn du eine stramme Runde mit deinem Hund Gassi gehst, dann zählt es auch. Also es geht um gelaufene Kilometer, okay. Nicht um gelaufene Kilometer in Minimumgeschwindigkeit. Das wollte ich wissen. Also auch an den Hunde oder sonstige Freigänger, Tierbesitzer da draußen, lauft einen Schritt schneller. Bei der Hunderunde zeichnet das über, oder Tierrunde, zeichnet das mit irgendeinem Tracking-Device und wenn es das Smartphone, was ihr in der Tasche habt, auf, weil damit geht das ja auch, und ladet danach den Screenshot da hoch, damit
nicht nur der Verein wieder warme Umkleiden hat, sondern tatsächlich wieder eine Haupteinnahmequelle, wenn denn dann Vereinsheime wieder vermietet werden dürfen. So schaut aus. Ist ja immer für Sportvereine. Ich kenne das hier von unserem Fußball oder auch vom Bogenschützenverein. Das ist so der größte Teil, wenn dann das Vereinsheim für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, sonstige Dinge irgendwie vermietet wird. Ja, ja, vor allen Dingen, wir sind halt hier im Ort auch einer der kleineren Vereine, ne? Du hast halt hier die großen mit Rot-Weiß-Walldorf, wo die Herren in der Hessenliga spielen, so, ne? Also die können halt Einnahmen generieren durch Eintritt zu ihren Fußballspielen. So, wir spielen mit den Frauen in der Gruppenliga Darmstadt. Wir sind ja froh, wenn überhaupt jemand kommt. Ne? Der kriegt am Ende vielleicht sogar noch ein Bier ausgegeben, aber dass da jemand 4,50 Euro Eintritt zahlt, so wie es in der gleichen Spielklasse bei den Männern der Fall ist, da kannst du aber lange drauf warten. Ja. Sehr schön. Ja, ist ein wichtiges Thema. Ich hänge den Link in die Shownotes und dann könnt ihr da euer Foto von eurem Lauf, also ihr müsst auf dem Foto nicht zu sehen sein, sondern einfach nur die Daten von dem Lauf könnt ihr da hochladen und dann könnt ihr damit unterstützen. Lauf, Forrest, lauf. Bewegt euch mal. Genau. Raus, ihr faulen Säcke. Auch mal wichtig. Ich bewege mich auch zu wenig, ist mir aufgefallen. Deswegen will ich mich jetzt auch wieder mehr bewegen. Ja, ich weiß nicht. Dieser Spaziergangshype hat bei mir so ein bisschen nachgelassen über den Winter, tatsächlich. Ja. Also da muss ich sagen, es ist von Vorteil, wenn man so einen Hund hat, weil da kannst du ja so viel wenig Bock haben auf Spazieren gehen, wie du willst. Wenn du die Wahl hast zwischen das Vieh macht mir hier in die Bude oder ich gehe halt einfach mit dem mal 3 Kilometer hier durch die Felder. Dann gehst du halt lieber die 3 Kilometer. Ja, ist eine gute Motivation. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, als Alex uns das geschickt hat, ob ich einfach mal meine Smartwatch an den anderen Arm hänge oder ob ich mit der Mausbewegung so viel Kilometer erzeugen kann, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Dafür ist die Fläche nicht groß genug. Weil damit würde ich halt locker irgendwie meine 5 Kilometer am Tag wahrscheinlich schaffen. Ja, bei mir hat der Hype jetzt erst eingesetzt, weil ich die ersten Lockdowns komplett vergammelt habe. Ne? Ja, bei mir war es umgekehrt. Ich habe jetzt die letzten hier über den Winter und diesen zu sehr vergammelt. Okay. Die ersten Lockdowns habe ich mir gedacht, oh, solange wir noch raus können überhaupt, das nutze ich, ich gehe raus. Und ich war so voller Tatendrang, mal durch die Stadt zu spazieren. Ja. Aber ist auch mal ganz schön, wenn man sich zumindest irgendwie, also das war so mein Lichtblick an den Tagen, weil man konnte ja sonst nichts machen. Ja, bei mir hat es auch tatsächlich jetzt ein bisschen nachgelassen. Ich war in der ersten Runde auch tatsächlich ein bisschen besser. Ich war in der ersten Runde Couch Potato Deluxe und bin jetzt seit Anfang des Jahres, oh, das ist eigentlich eine Weltklasse-Überleitung. Kann ich schon eine Empfehlung abgeben? Wenn ich hier gerade noch schnell... Du musst dieses Jingle, ne? Ja, ich muss dieses Jingle-Ding da noch raushauen. Aber ich könnte so einen Flow hier machen und dann immer diese Jingles. Ja, ist egal. Jingle. Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Heute hier nur mit Patricia und Alex, ne? So. Ja, als ich nämlich jetzt... ich habe gute Vorsätze für den nächsten Lockdown gehabt und habe gedacht, komm, dass du hier wie so ein verfetteter Ömmel rauskommst. Das passiert dir nicht nochmal. In dem Lockdown versuchst du fit zu werden und die bessere Version deiner selbst zu sein, wie die ganzen Influencer so sagen. Sagen die das? Sagen die. Die sagen immer, versuch die bessere Version von dir zu werden. Die haben ja keine Ahnung. Ich versuche das tatsächlich gerade und gehe seit Anfang Januar laufen und brauchte dann das richtige Beschallungsmittel. Ne? Also laufen läuft nicht so gut bei mir. Joggen muss ich mich sehr zu zwingen. Okay. War ich auch nicht so gut drin und wollte dann aber auch nichts auf dem Ohr haben, was mich dazu noch aufregt. Ne? Deswegen fielen die meisten Fußballpodcasts raus. Aber läuft man dann nicht schneller, wenn man sich aufregt? Nee, ich bleib dann stehen. Ach so, eine. Okay. Ja. Ja. Also kam mir genau recht, dass der Max vom Rasenfunk ein neues Projekt hatte, nämlich 11 Leben. Wo ich am Anfang gedacht, oh ja, Max, ne, Bayern-Fan, macht er jetzt hier sein Bayern-Ding mit geil Bayern-Typ, Uli Hoeneß, yay, yay. Und war gar nicht so angetan und dachte halt, naja gut, Max hat eine angenehme Stimme, kann man gut zuhören,
eigentlich hat's auch immer Hand und Fuß, was er so redet, hörst du mal. Ich bin jetzt bei Folge 10 und er hat mich echt gefangen. Und ich muss sogar zu meiner Schande eingestehen, dass mittlerweile mein dieses Hassgefühl, was immer so brodelt, ne, wenn der Name Uli fällt, so, das ist leicht abgeflacht. So, das habe ich jetzt alles auf Karl-Heinz Rummenigge projiziert, so dass er so ein bisschen raus ist. Ja, okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass Max es geschafft hat, mir Uli Hoeneß sympathisch zu machen, aber ein bisschen weniger unsympathisch hat er es schon geschafft. Und ich finde, der hat es auch einfach geil gemacht. Also man kann das als Nicht-Bayern-Fan gut hören. Ich finde es auch mittlerweile echt spannend, weil er so zwei Erzählstränge hat. Zum einen seinen eigenen Umgang mit diesem Projekt und dann natürlich das Leben von Uli Hoeneß. Und er macht es halt echt geil, weil er gar nicht nur über Uli Hoeneß redet, sondern man kriegt eine coole Zusammenfassung des Zeitgeschehens, des fußballspezifischen Zeitgeschehens zur Ära Uli Hoeneß. Also man kriegt ganz viele drumherum Infos, auch von anderen Vereinen, wie der Fußball zu der Zeit war und so. Echt gut gemacht. Ich höre es mittlerweile gerne. Folge 12 ist jetzt, glaube ich, gerade erschienen. Jede Folge hat immer so 1,5 Stunden. Also wenn ihr jetzt lauft und fleißig Spendengelder helft zu sammeln, hört auch gerne Max 11 Leben. Ich habe den angefangen runterzuladen. Ich habe tatsächlich noch keine Folge gehört, weil ich sowieso noch viel zu viele Podcasts drin habe. Und ich weiß nicht, ob nach deiner Empfehlung, dass man danach Uli Hoeneß ein bisschen weniger hasst, ich den noch hören will. Also glaub mir, es sind auch genügend Momente drin, wo du dir denkst, was hat der? Ja gut, ich wusste ja schon immer, dass er ein Arsch ist, aber das krass. Okay. Aber auf der anderen Seite schafft es der Max tatsächlich auch so ein bisschen immer zu erklären, warum viele Sachen so sind. Ja, und dann ergeben sogar so richtige Arschloch-Sachen am Ende des Tages manchmal Sinn. Das macht's jetzt nicht besser, aber okay. Gut. Also wie gesagt, ne, also das ist kein Podcast, wo man hinterher denkt, oh Mensch, dieser Uli ist ein sympathischer Kerl, das ist ja nette. Hättest du das gewusst, vielleicht wärst du Bayern-Fan. Das passiert nicht. Ja, und wenn's euch doch passiert, seid ihr hier falsch. Hört hier nie wieder rein. Ja, okay, gut. Also, wenn ihr joggen geht, hört ihr 11 Leben. Wenn ihr nicht joggen geht und in der Nähe eines Videoabspielgerätes seid, dann könnt ihr euch die aktuelle Folge vom Heimspiel anschauen von gestern. Da war nämlich die Frau Alex, die ja hier jetzt gerade eben zu den Ausführungen von 11 Leben gehört hat, war gestern im Heimspiel und hat dort über die Eintracht und auch, glaube ich, über Länderspielpausen gesprochen, ne? Ja, über die Eintracht, über Länderspielpausen, über Tests von Zuschauern in Rostock, die abgesagten Tests in Leipzig. Ja. Also war ein sehr breites Feld, über das wir gesprochen haben, sehr Corona-lastig, aber ich fand es war eine gute Folge. Ein bisschen ernster wie die sonstigen Heimspielfolgen, aber mir hat es Spaß gemacht und ich glaube, die ist gelungen. Okay. Ich habe sie noch nicht gesehen, weil gerade zu viel Arbeit, aber kann ich ja dann gleich nachholen, während ich hier die Folge schneide. Ich verlinke euch das mal, die sind seit letztem auch immer öfters hier bei YouTube zu finden. Das ist ja dann immer so mein präferiertes Abspielgedönsgerät. Die haben auch diese Mediathek, ne, mit der ARD zusammen. Die haben auch diese Mediathek, aber ist oldschool, ist so ein bisschen wie lineares Fernsehen, nutzt man nicht so, bin ich da zu alt für? Nee, das jetzt nicht. Ich hab nur einfach, wenn ich halt irgendwie abends nach, weiß ich nicht, x Stunden Diskussion und ich mich tatsächlich noch dazu aufraffe, mir noch irgendwas anzuhören oder anzuschauen, was nach irgendwie 8-9 Stunden Dauertelefonieren tatsächlich auch so ein bisschen anstrengend ist und ich dann manchmal keinen Bock habe. Aber wenn, dann suche ich halt so, ja, Unterhaltung mit niedrigem Niveau und die findest du halt hauptsächlich auf YouTube. Und dann wird mir ich überlege, wie Unterhaltung auf niedrigem Niveau mit meinem Gastspiel im Heimspiel jetzt in einen Satz passt. Das passt. Das diskutieren wir aus, wenn der Livestream weg ist. Nein, das hängt damit zusammen, dass ich natürlich den Kanal des Hessischen Rundfunks auf YouTube abonniert habe und der auf der Startseite ja dann einfach so wild auseinanderwirft aus Dingen, wo er glaubt, nach dem Algorithmus plus Dinge, die halt aus den abonnierten Kanälen neu rausgefallen sind und dann tauchte es da halt auf. Das ist die einfache Erklärung. Okay. Ja, hat natürlich nichts mit seinem Niveau zu tun. Also, zumindest nicht in der Sendung.
So, habt ihr noch weitere Empfehlungen, bevor ich mich hier weiterhin um Kopf und Kragen rede? Nee, tatsächlich nicht. Mein Leben ist immer noch so langweilig wie letzte Woche auch schon. Ja. Dann musst du mehr Dinge auf YouTube gucken oder mehr PlayStation spielen. Ja, PlayStation ist schon sehr hoch, der Konsum, muss man sagen. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. In kleiner, aber deswegen nicht weniger relevanten Runde hier. Ja, wir wünschen euch eine, wie auch immer ihr das hinkriegt, entspannte Bundesliga-lose Länderspielpausenzeit. Komisches Wort, ist aber so. Wie gesagt, wir melden uns in der nächsten Woche dann nochmal und schauen dann mal nach vorne, wie das so der aktuelle Stand bei der Eintracht ist, was wir uns für das Dortmund-Spiel erhoffen, was vielleicht auch eine gute Aufstellung gegen den BVB sein könnte. All das Fragen, die wir heute nicht thematisiert haben, weil einfach zu viel Zeit. Behaltet doch da einfach mal unsere Social Media im Auge. Ich gelobe Besserung und versuche es diesmal etwas früher tatsächlich wieder anzukündigen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Bis dahin, macht's gut.